Mladen, am vergangenen Samstag haben wir gegen Alba ein ganz besonderes Spiel erlebt. Vielleicht magst du noch mal kurz auf die Partie zurückblicken. Ich denke, das war ein Basketballspiel auf dem Top-Niveau. Ich denke, dass die beiden Mannschaften haben Chance gehabt, Spiel für sich zu entscheiden. Dazu sagt Aussage, dass 13 Mal war Führungswechsel in dem Spiel und Intensität des Spiels war auf dem Playoff-Charakter und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, dass wir haben Spiel für uns entschieden. Wie würdest du die Situation in der BBL jetzt insgesamt für euch einschätzen im Moment? Ich denke, mit Ergebnissen, dass wir können zufrieden sein. Ich denke auch, dass großes Teil, wie wir spielen, besonders in Offense, können wir auch zufrieden sein. Und wir müssen nur konstanter werden in unserer Verteidigung und mehr konstant bringen in den gegnerischen Scoring. Und denke ich, dann haben wir gute Chance, unser Saisonziel zu erreichen. Gestern habt ihr dann gegen Trento verloren. Was hat euch da im Gegensatz vielleicht zum Spiel gegen Alba Berlin gefehlt? Ich denke, dass uns gefehlt hat, die Wille, jeden Zweikampf zu gewinnen und gleichzeitig die Intensität und Energie, die hatten wir auf dem Spielfeld am Samstag gezeigt. Und das ist denn das Problem, warum haben wir auch nicht so verteidigt wie am Samstag. Und das ist eben das, was wir müssen besser machen. Immer wieder unsere Engagement, unsere Fight in die Tiefe zeigen, um Spiele gewinnen zu können. Als nächstes folgt nun die Partie bei unseren Freunden aus Hagen. Wie würdest du sie als Gegner beschreiben? Welchen Spielstil pflegen sie? Ich denke, dass Hagen schon längere Zeit spielt dieselbe Stil. Das ist die Mannschaft, die ist bestückt mit guten Spielern. Die können in Alleingang ein Spiel entscheiden und die sind sehr unberechenbar und die sind sehr stark zu Hause und ich habe sehr großes Respekt vor dem Spiel und wir werden mit maximaler Einsatz uns vorbereiten zu dem Spiel und um da bestehen zu können. Was sind für dich die Schlüssel, um das Spiel zu gewinnen? Auf jeden Fall, das ist wichtig, dass wir von Anfang an starten mit guter Defense, dass jeder Wurf bei Gegner wird sehr schwerer Wurf und auf jeden Fall die Transition zu stoppen und auch Spiel ohne Ball den Hagener unterbinden, um auch wenig leichte Punkte zu abgeben und auch die keine offensive zweite offensive Chance über den offensiven Rebound abzugeben.